Es ist mir ein großes Vergnügen, Sie hier auch in meinem Namen willkommen zu heißen. Sie wissen, wenn ich rede, dann sage ich nicht, was das Gericht denkt, sondern ich sage, was ich denke. Und das bindet das Gericht auch nicht. Und vor allem in dem Bereich, zu dem ich jetzt sprechen möchte, nämlich Rechtsprechung, so mit Blick auch auf Governance-Themen, Glaubwürdigkeit der öffentlichen Hand, Regeln, auch im Sinne der Korruptionsprävention, da vertrete ich natürlich nicht die Gerichtsmeinung, sondern es könnte sein, dass ich von den Standpunkten von Transparency International beeinflusst bin, wo ich im wissenschaftlichen Beirat sitze. Es geht um zwei Themen, die ich ein bisschen näher anschauen möchte. Also erstens muss ich Sie enttäuschen, wir haben nicht mehr so viel IT-Judikatur wie auch schon, aber ich hoffe, Sie geben sich auch mit anderen Urteilen zufrieden. Sie werden sehen, dass die Themen, die darin angesprochen sind, für den IT-Bereich hochrelevant sind. Das Zweite, was ich ein bisschen herstellen möchte, ist quasi die Detailfragen versuchen, in einen größeren Zusammenhang zu bringen, dass die Grundprinzipien auch einmal in Erinnerung zu rufen und auch einen Blick zu werfen auf die Gesetzgebungsmaschinerie, dass man sieht, wie sich die Rechtsprechung quasi auf die Regelbildung auswirkt oder wo der Gesetzgeber eben versucht, ganz bewusst die Rechtsprechung zu kippen. Und wir werden dafür einige Beispiele sehen. Also das Erste, und das ist mir jetzt wirklich ein Anliegen, im neuen Gesetz haben die Akteure wirklich erkannt, das Beschaffungsrecht, da geht es nicht nur um Marktöffnung, Wettbewerb und Geld, sondern auch um andere Themen. Es geht um Qualität, es geht um Innovation, es geht um Nachhaltigkeit, aber es geht auch um Good Governance. Es geht um die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Hand. Die Korruptionsbekämpfung wird neu zum Gesetzesziel. Das wäre in den 90er Jahren so nicht denkbar gewesen, weil damals war klar, es geht nur um Marktöffnung und um nichts anderes. Und es ist schön zu sehen, wie das neue Gesetz quasi ein kohärenteres System zu entwickeln versucht. Wie sich das dann in der Umsetzung bewährt, wird sich zeigen. Gerade der Korruptionsthematik kann man im IT-Bereich nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Es gibt viele Gründe, warum der IT-Bereich besonders anfällig ist. Das eine ist das hohe Spezialwissen, das zweite ist die zum Teil dezentrale Beschaffung, das dritte ist unklare Verantwortlichkeiten und das vierte, was der Bund auch mit Vorliebe macht, ist Personalverleih. Das hat auch Schwierigkeiten in Frage, wer hat welche Rolle, in welchem Kontext, wo ist das Know-how, wo bleibt es, wenn die Leute wieder weg sind und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt hier einen Haufen ganz spezifischer Risiken, die da ganz konkret in der Beschaffungspraxis sich auswirken. Und vor 5 Jahren hätte man gedacht, ja, Korruption, das findet irgendwo in Saudi-Arabien oder in Afrika statt, meine Damen und Herren. Das Strafgericht in Bellinzona hat inzwischen den dritten großen Beschaffungskorruptionsfall. Das sind so Dinger, da mit 120 Seiten dicke Urteile. Die sind hochspannend, die machen inzwischen mehr Vergaberecht als ich. Und das will etwas heißen, oder? Und der Punkt ist der, dass die Leute sich inzwischen, glaube ich, klar geworden sind, dass dieses Thema auch hier in der heilen Welt der Schweiz eine Rolle spielt. Und das Good Governance-Gedanken, also auch die Frage nach der Glaubwürdigkeit der öffentlichen Hand, da gehören auch die Ausstandsregeln dazu, oder? Also die Ausstandsregeln, Artikel 13 des Entwurfs, wie sie der Bundesrat vorschlägt, sind ein Skandal. Die einzige einigermaßen anständige Lösung wäre der Antrag Nationalrat Beat Flach, aber wie gesagt, von Frau Nationalrätin Bertschi, der ist bisher nicht mehrheitsfähig. Aber die Leute wissen klar, dass nach dem neuen Gesetz die Korruptionsthematik das Thema ist. Und zwar nicht nur aktive und passive Bestechung, das sind quasi die Klassiker jetzt aus strafrechtlicher Sicht, sondern was in Bellinzona jetzt eine große Rolle gespielt hat, ist auch die ungetreue Amtsführung. Das tatbestandsmäßige Verhalten im Sinne des Strafgesetzes setzt ein rechtsgeschäftliches Handeln voraus. So stellt die Verleitung eines Entscheidgremiums zu einem die öffentlichen Interessen schädigenden Rechtsgeschäft, also einer Vergabe, rechtsgeschäftliches Handeln dar. Sie sehen, wie schnell man da drin ist, oder?
Das ist nicht dasselbe wie aktive und passive Korruption, sondern in der ungetreuen Amtsführung. Da sind sie viel schneller drin. Und da ist Bellinzona jetzt auch zum ersten Mal so richtig grundsätzlich tätig geworden, hat die Bedingungen geklärt, unter denen dieser Tatbestand zur Anwendung kommt. Das heißt, Strafrecht wird künftig im öffentlichen Beschaffungswesen relevant sein. Wir sollten es nicht übertreiben, also die französische Justiz, die macht eigentlich ein Drittel des öffentlichen Beschaffungswesens mit Strafrecht, indem irgendwelche Bürgermeister mit Strafverfahren überzogen werden. Das macht keinen Sinn. Also da müssen wir in einer gesunden Balance bleiben. Die Rechtspolitiker könnten versucht sein, das noch auszudehnen. Macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass wir französische Verhältnisse wollen. Aber was ich glaube, ist, dass es Zeit ist, dieses Thema ernst zu nehmen. Der Gesetzgeber ist willens, das zu tun. Und jetzt schauen wir, wie das in der Umsetzung klappt. Ein bisschen Werbung für eine neue Publikation zum Thema, aber das erspare ich Ihnen im Detail. Das neue Gesetz will die Transparenz des Vergabeverfahrens sicherstellen und Maßnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption verankern. Die Transparenz ist ja schon immer ein Grundprinzip des öffentlichen Beschaffungswesens. Nur haben die Leute immer gedacht, transparent wollen wir nur sein, damit die Marktöffnung funktioniert. Das war immer gedacht als Hilfsmittel, auch die Gleichbehandlung, zum Wettbewerb und zur Marktöffnung. Und inzwischen haben die Leute längst erkannt, Transparenz ist ein eigener Wert, der auch aus Governance-Logik Sinn macht und der aus der Glaubwürdigkeit der öffentlichen Hand her mitgedacht werden muss. Und weil das so ist, ist auch die Akzeptanz der Tatsache, dass man hier Regeln schafft, nicht nur damit begründet, dass man vielleicht weniger zahlt, wenn man den besseren Wettbewerb hat, sondern dass sich auch die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Hand erhöht, wenn man gewisse Regeln einhält. Und das ist Transaktionskostenwert. Das ist ein gewisser Aufwandwert beim Verfahren und es ist auch ein gewisser Aufwandwert beim Rechtsschutz. Das würde natürlich ein HSG-Professor vor 10 Jahren noch nicht formuliert haben, weil da geht es darum, es ist nur das Transaktionskosten logisch zu verantworten, was am Schluss sich im optimalen Preis ausdrückt. Und alles andere spielt keine Rolle. Und das, meine Damen und Herren, das ist klar die Logik des neuen Gesetzes. Das stimmt so heute nicht mehr. Es stimmt nicht mehr bei der Nachhaltigkeit und Innovation, weil das mit Preiswettbewerb nicht zusammengeht. Und es spielt aber auch nicht bei der Good Governance, weil das Gesetzesziel nicht mehr nur die Marktöffnung ist, sondern auch das Sicherstellen, dass die öffentliche Hand als glaubwürdiger Partner wahrgenommen wird. Das ist eine neue Regulierungslogik. Das Gericht hat das immer schon so gesehen. Für die Justiz ist das klar und selbstverständlich. Das sieht man vor allem dort, wo die Transparenz nicht der Bekanntgabe der Spielregeln dient. Oder? Was Sie kennen als Anbieter ist, dass die Auftraggeberseite am Anfang sagen soll, nach welchen Regeln wird gespielt. Was wollen wir einkaufen, was verlangen wir von denen, die an diesem Spiel mitspielen und nach welchen Regeln erteilen wir den Zuschlag. Das ist die Transparenz, die Sie kennen. Aber es gibt auch die Transparenz ex post, nämlich das, was erlaubt, das den ganzen Prozess nachvollziehbar zu machen. Und das ist die Dokumentation. Und die ist eben genauso wichtig, weil ohne Dokumentation können Sie keine Aufsicht machen und Sie können keinen Rechtsschutz machen. Weil sonst müssten Sie immer mit nachgeschobenen Argumenten der Vergabestelle hantieren, ohne dass man irgendwie beweisen könnte, wie die Willensbildung tatsächlich gelaufen ist, bis man bei dem Angebot war, das man dann schließlich wollte. Und darum hat das Gericht, das ist der erste Entscheid, den ich Ihnen jetzt referiere, gesagt, wenn die Dokumentationspflicht in einer gewissen Weise nicht respektiert wird, dann schicken wir die Sache einfach zurück und prüfen gar nicht, ob die Vergabe rechtmäßig war, sondern wird die Beschwerde gutgeheißen mit der Begründung, hier sind die banalsten Transparenzregeln nicht eingehalten, zurück an den Absender. Das scheint mir richtig. Das war ein bisschen umstritten im Spruchkörper, aber für mich völlig klar, das muss so sein. Und zwar,
weil sonst das Anreizsystem in der Szene so ist, dass die Leute es anders probieren und schauen, mit wie wenig kommen wir durch. Und hier ist das Anreizsystem klar, sie kriegen richtig eins auf die Schnauze, wenn sie das probieren. Und das ist der Sinn, oder das Signal in die Szene muss klar sein. Das Zweite, was uns beschäftigt hat, ist ein Thema, das Sie in Bern auch kennen, nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn der Staat selber in irgendwelcher Form durch halb- oder ganz staatliche Unternehmen auf Anbieterseite im Markt mitmischt. Geht sowas überhaupt? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und genau so einen Fall hatten wir zu beurteilen. Und zwar hat das Bundesamt für Kommunikation einen Medienbeobachtungsauftrag erteilen wollen. Die haben eine Ausschreibung gemacht und gesagt, wir brauchen Medienbeobachtung. Schaut, was die SRG macht. Machen die alles so, wie es in der Konzession vorgegeben war? Was machen die im Online-Bereich zum Beispiel? Und das war natürlich auch rechtspolitisch hochrelevant. Sie erinnern sich an die Abstimmung über die Frage, wie in der Schweiz Fernsehen organisiert sein soll. Das sind natürlich Dinge, die damals hoch, hoch brisant waren. Und der Punkt war dann der, dass die Universität Zürich hat ein Angebot gemacht, das Institut für Medienforschung neulich, Medien und Politik und irgend sowas. Und die haben gesagt, hey, wir machen Ihnen das hochqualitativ und zu einem ganz tollen Preis. Und da stellt sich schon die Frage, wie geht das eigentlich? Und irgendwann ist dann der Verdacht hochgekommen, dass Sie den Projektleiter, also den Professor, der das alles managt, gar nicht fakturieren. Dessen Kosten sind quasi, wenn man das richtig liest, geschenkt. Und da hat natürlich der Konkurrent gesagt, so meine Leute, das kann ja wohl nicht sein, oder? Ich muss normal kalkulieren und die Universität, die ist staatlich bezahlt und kann quasi mit Steuergeldern Dumping betreiben. Kann ja wohl nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Und dann ist die Sache richtig ins Rollen gekommen. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu eine öffentliche Beratung gemacht, selten, also zeigt, wie umstritten die Sache war. 3-2 beschlossen, nein, so geht's dann doch nicht. Da muss die Vergabestelle prüfen, ob man hier nicht den staatlichen Anbieter, der quasi Dumping macht, ausschließen muss. Die Verwaltung hat gesagt, nein, stimmt nicht, es gibt keinen entsprechenden Ausschlussgrund im Gesetz und weil es den nicht gibt, darf das Bundesverwaltungsgericht uns sowas gar nicht sagen. Sind damit nach Lausanne und jetzt schauen Sie, was passiert und das war wirklich nicht selbstverständlich, aber in aller Klarheit gesagt, Bundesverwaltung, ihr habt genau das zu tun, was das Bundesverwaltungsgericht sagt, und zwar nicht mit Blick auf die Frage, ob das im BÖB spezialgesetzlich geregelt ist, sondern die Tatsache, dass sich der Staat im Wettbewerb anständig verhält, ergibt sich, wie das Bundesverwaltungsgericht richtig sagt, schon aus der Wirtschaftsverfassung. Und weil das so ist, bricht sich diese Logik quasi runter bis in die Anwendung des Beschaffungsgesetzes. Wir wollen eine kohärente Rechtsordnung, wo sich alles quasi von oben nach unten der Normenhierarchie entsprechend organisiert. Und genauso ist es dann auch gelaufen. Freut mich natürlich sehr, andere weniger, aber egal. Und jetzt schildere ich Ihnen einen neuen Fall, der war auch spannend. Da hatten Sie nämlich Datentransportdienstleistungen ausgeschrieben. Eine Anbieterin war ausländisch beherrscht und dann kam die Snowden-Geschichte so richtig ins Rollen und der Bundesrat hat gesagt, so ab jetzt wollen wir für diese heiklen Sachen nur noch Swissness. Das kann man machen, meine Damen und Herren. Das Problem war nur, dass man plötzlich im laufenden Verfahren die Spielregeln geändert hat. Und da war das Bundesverwaltungsgericht nicht so begeistert und hat gesagt, in solchen Fällen müsst ihr euch wenigstens überlegen, ob dann der Anbieter, der eigentlich in guten Treuen am Anfang den Bedingungen gemäß offeriert hat und danach mitten im Verfahren plötzlich erfährt, dass er aus Gründen, die jetzt neu dazukommen, nicht mehr papabilis ist, ob man dem dann nicht eine Entschädigung schuldet für den Offertaufwand zum Beispiel. Das scheint mir ein naheliegendes Thema und jetzt kommt der Höhepunkt, meine Damen und Herren. Der Bund regelt ja im öffentlichen Beschaffungswesen sich selbst.
Er kann sich sein eigenes Gesetz schreiben. Er regelt nicht die Unternehmen und deren Tätigkeit wie im Finanzmarktrecht oder im Kartellrecht, sondern im öffentlichen Beschaffungswesen reguliert die Bundesverwaltung sich selbst. Und weil sie das tut, hat sie natürlich gesagt, ja, also auf solche Judikatur haben wir eigentlich keine Lust, die uns noch sagt, dass wir Schadenersatz schulden, wenn wir uns nicht ganz sauber verhalten und vertrauensprinzipkonform im Beschaffungsprozess. Und darum schreiben wir ins Gesetz, im Fall eines gerechtfertigten Abbruchs, sagen wir also, es gibt einen vernünftigen Grund, Swissness es zu verlangen von Anbietern beim Datentransport, wird nicht mehr über Schadenersatz diskutiert. Und zwar auch dann nicht, wenn sich die Vergabestelle treuwidrig verhalten hat, indem sie sich erst zu spät etwas überlegt hat, was sie eigentlich am Anfang schon hätte wissen können. Und das ist natürlich, sagt mir mal, nicht das, was das Vertrauensprinzip nach schweizerischem Verfassungsrecht eigentlich von uns erwarten würde. Aber wir werden sehen, was der Ständerat damit macht. Dann gab es einen weiteren spannenden Fall, den Sie wahrscheinlich kennen, das ist Gewer. Und da gab es eine spannende Frage drin. Oder es ist ja immer so, dass die Verwaltung verpflichtet ist, die Ausschreibung und die Ausschreibungsunterlagen so transparent und detailliert zu gestalten, dass die Anbieter genau wissen, was die Auftraggeberseite will. Richtig. Und dann gibt es aber einen Punkt, wo man merkt, dass die Anbieter ein Missverständnis hat, wo man dann sagen muss, irgendwann, wenn man in der Verhandlung eigentlich schon so konkret darauf hingewiesen wird, dass hier etwas falsch laufen könnte, kommt dann auch mal der Punkt, dass die Anbieterin nachfragen muss, wenn sie irgendetwas nicht oder falsch verstanden hat. Das heißt, es gibt nicht nur die Transparenzpflicht der Verwaltung, die gibt es auch, aber es gibt auch Situationen, wo eigentlich eine Nachfrage auf der Hand liegen würde, wo man auch der Anbieterin zum Vorwurf machen kann, wenn sie, obwohl sie merkt, dass was faul ist, nichts sagt. Das ist auch ein spannender Punkt, der im Verhandlungsprozess nicht selten einmal relevant ist. Und jetzt kommt ein weiterer Lieblingsfall von mir, und zwar geht es hier um Wettbewerb und technische Spezifikation. Was immer wieder wichtig ist, oder der Prozessvertreter des Bundes sagt mir lamentomäßig, es geht nur um den wirtschaftlichen Einkauf und alles andere interessiert nicht. Und wir wissen alle, dass die Wettbewerbszielsetzung genauso wichtig ist wie die Frage des wirtschaftlich richtigen Einkaufs, also dass man kein Geld aus dem Fenster wirft. Und bei dieser Sorte Fällen ist das ganz wichtig zu sehen. Da gab es Warnanlagen, mobile Warnanlagen für SBB-Baustellen. Man stelle sich vor, irgendwo wird ein Gleis gebaut und man braucht Sicherungsmaßnahmen, damit kein Zug irgendeinen Gleisarbeiter überfährt oder weiß der Geier, was sonst passieren könnte. Und jetzt sagt ein Anbieter, eine Vorgabe ist so zu verstehen, dass der Warnton genau 2 Sekunden lang sein muss. Und dann wissen wir nämlich, das können nur wir. Das ist clever, oder? Das ist clever. Und die Vergabestelle sagt natürlich, ja, das ist nicht der Sinn. Es muss mindestens 2 Sekunden lang sein, damit man es wirklich hört. Aber wenn es 2,5 oder 3 Sekunden ist, und dafür habe ich dann plötzlich 3 oder 4 Anbieter im Markt, macht das nichts. Jetzt haben Sie 2 Situationen. Die eine Situation ist, die Formulierung ist so glasklar, dass es gar nicht anders geht. Dann muss man schauen, was gilt. Oder wie hier in diesem Fall war die Formulierung eben unklar. Und da hat das Gericht gesagt, wenn die Vorgabe unklar ist, macht es Sinn, sie so zu interpretieren, dass nicht ein einziger Anbieter im Markt bleibt, oder? Und Leute, die IT-Beschaffungsrecht gemacht haben früher, kennen diese Denklogik schon aus früheren Urteilen. Der ist amtlich publiziert und das ist genau der springende Punkt auch für das neue Gesetz. Die anspruchsvolle Aufgabe wird sein, dass wir nicht mehr ein Gesetzesziel haben, sondern wir müssen 5 verschiedene miteinander zusammenbringen. Wir wollen Good Governance, wir wollen kein Geld zum Fenster rauswerfen, wir wollen Wettbewerb und wir wollen Nachhaltigkeit und Innovation. Und das alles müssen wir zusammenbringen. Und das können wir aber nur,
wenn wir ein Grundvertrauen haben, dass die Verwaltung auch Ermessensspielräume so wahrnehmen kann, dass sie diese Dinge in der Balance hält. Das heißt, wir brauchen Spielräume. Und es gibt immer wieder Akteure, die sagen, wir müssen im Gesetz genau das und das vorschreiben und dann ist die Sache klar. Fakt ist, die Ermessensspielräume sind das Spielfeld, wo man diese Güterabwägungen so treffen kann, dass sie im Einzelfall zur richtigen Lösung führen. Das ist so ein bisschen Detailfall. Ich bin ein bisschen spät dran, den überspringe ich jetzt einfach. Und jetzt kommt eine Geschichte, die ich auch liebe, weil hier auch wieder der Gesetzgeber auf die Rechtsprechung reagiert hat, und zwar in einem für mich sehr ungünstigen Sinne. Wenn Sie eine Ausschreibung haben, und das muss Ihnen gerade als ITler wichtig sein, oder wenn in der Ausschreibung steht, wir wollen ein Microsoft-Produkt und Sie sind der Meinung, diese Vorgabe ist unzulässig, dann müssen Sie die Ausschreibung anfechten. Warten Sie nicht, bis der Zuschlag an den Falschen geht, sondern dann sagt Ihnen der Richter, das hättest du mit der Ausschreibung diskutieren müssen. Die Rüge mit dem Zuschlag ist verspätet. Das ist ganz wichtig. Oder? Da rennen immer wieder Beschwerdeführer bei uns quasi gegen Wände, weil Sie diese Logik nicht verstanden haben. Das heißt, schauen Sie die Ausschreibungen an und wenn Sie das Gefühl haben, ich muss hier schon jetzt den Schuh reinhalten, dann halten Sie ihn rein, weil nachher ist es zu spät. Und jetzt ist die Frage, was passiert nicht mit der Ausschreibung selbst, sondern mit den Ausschreibungsunterlagen. Sie wissen, bei größeren Projekten können das ganze Ordner sein. Und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist es so, dass die Teil der Ausschreibung sind und wenn man nicht sagt, in der Anfechtungsfrist für die Ausschreibung, kann man das nicht mehr diskutieren. Das gilt für das kantonale Vergaberecht. Und das, meine Damen und Herren, ist absolut vollidiotisch. Das ist weit an der Praxis vorbeigedacht. Wann schaut der Anbieter die Ausschreibungsunterlagen wirklich genau an? Dann, wenn er die Offerte erstellt und nicht, wenn er in der Rechtsmittelfrist der Ausschreibung. Und aus der Praxis herausgedacht ist doch völlig klar, dass für die Ausschreibungsunterlagen nicht dieselben Regeln gelten können wie für die Ausschreibung selbst. Und darum hat das Bundesverwaltungsgericht für das Bundesvergaberecht immer gesagt, die Rügen, die gegen die Ausschreibungsunterlagen gerichtet sind, die verwirken nicht mit der Frist, in der die Ausschreibung angefochten wird, sondern die kann man mit dem Zuschlag noch bringen. Es sei denn, es war schon aufgrund der Ausschreibung selbst klar, was in den Ausschreibungsunterlagen steht, dann sind die Rügen auch verspätet. Und diese Rechtsprechung, die liegt mir am Herzen, die haben wir auch mehrfach bestätigt, aber die ist natürlich für die Vergabestellen nicht so günstig, weil die Dinge später außer Streit gestellt sind. Das kann ich verstehen, dass die Auftraggeberseite unsere Rechtsprechung nicht mag. Aber wir müssen mit dem Blick auf die Praxis denken. Ein Chefeinkäufer der Post hat mal gesagt, ich gehe doch nicht zu meinem ersten Date mit einem Anwalt. Und das ist genau die richtige Haltung zu diesem Thema. Im Unterschied zum deutschen Recht, die Sie diese Präklusion von Rügen schon lange kennen, die haben immer schon am Anfang Anwälte drin, oder? Ist das die Vergabekultur, die wir wollen? Weil dann müssen Sie nämlich am Anfang Due Diligence-mäßig von einem großen Anwaltsbüro die ganzen Ausschreibungsunterlagen durchscannen lassen. Und das ist Quatsch. Das kann man machen, das machen die Deutschen so. Aber wenn wir das nicht wirklich wollen, dann sollten wir es auch nicht tun. Und jetzt kommt der Bundesgesetzgeber und zwingt uns quasi die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu übernehmen mit folgendem Satz: Anordnungen in den Ausschreibungsunterlagen, deren Bedeutung erkennbar ist, müssen zusammen mit der Ausschreibung angefochten werden. Und das ist natürlich ein frontaler Angriff auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Das müssen Sie sich zweimal überlegen, ob Sie das wollen. Das ändert nämlich auch die Vergabekultur und die Art, wie die Leute miteinander umgehen im Prozess, ganz entscheidend. Ich glaube nicht, dass das im Sinne der Sache ist, persönlich. Ja, und jetzt kommt ein Fall, der mir auch besonders im Herzen liegt, auch amtlich publiziert. Das ist quasi das ganz intime Bekenntnis des Bundesverwaltungsgerichts zum Qualitätswettbewerb. Sie wissen,
In den 90er Jahren war die Logik, Marktzugang ist das einzige Ziel, es geht um Marktöffnung, Wettbewerb, Geld und sonst nichts. 90er Jahre. Oder marktwirtschaftliche Erneuerung. Nach dem EWR-Abstimmung haben wir eine selbstgebastelte Liberalisierung gemacht. Das war auch nachvollziehbar mit Blick auf die etwas undynamische Wirtschaftssituation vorher und die Neigung zu Vetternwirtschaft und Kartellabsprachen, dass man da ein bisschen Dynamik reinbringen wollte, kann man historisch nachvollziehen. Aber der Fokus auf den Preis war ein entscheidender Fehlanreiz. Das wissen wir heute. Und darum ist im neuen Gesetz auch klar das Bekenntnis zum Qualitätswettbewerb ganz oben verankert in Artikel 41, 29, Zweckbestimmung 2 und auch in Artikel 38, worauf die Frau Nationalrätin hingewiesen hat. Die hat nämlich gesagt, die Vergabestelle muss prüfen, wenn sie ungewöhnlich niedrige Angebote hat, ob die das überhaupt zu dem Preis können und wenn ja, ob da nicht gewisse Rahmenbedingungen auch verletzt werden, die man lieber eingehalten sehe. Also, das neue Gesetzentwurf, so wie er jetzt im Nationalrat passiert hat, ist ein klares Bekenntnis zum Qualitätswettbewerb. Ironischerweise war das schon das geltende BÖB, das war im Artikel 21 auch ein Bekenntnis zum Qualitätswettbewerb. Es geht nicht um den Preis, es geht um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber weil alle das nach der Regulierungslogik der 90er Jahre gelebt haben, die eben heißt, Marktöffnung, Wettbewerb gelten sonst nichts, ist das wie nie richtig in der Praxis angekommen. Oder jedenfalls in vielen Bereichen nicht. Und darum sagt das Parlament, wir wollen jetzt das quasi korrigieren. Und das Gericht sagt dasselbe. Das Gericht sagt, es geht nicht nur darum, dass man bei der Preisbewertung schaut, dass die Art, wie man bewertet, auch der effektiven der Gewichtung entspricht. Das heißt, die Bewertungsmatrix sollte die vorgesehene Gewichtung des Zuschlagskriteriums nicht vereiteln. Das heißt, Sie können zum Beispiel den Preis mit 60% gewichten, aber eine so flache Kurve machen in der Bewertung, dass es dann quasi sich fast nicht auswirkt. Und genau das ist hier gemeint. Und das Gericht sagt, meine Damen und Herren, das ist nicht nur ein Thema beim Preis, sondern auch bei der Qualität. Wir wissen alle, dass es Tricks gibt, eine qualitätsfokussierte Vergabe zu einer Preisvergabe zu machen, indem man nämlich einfach alle Anbieter bei der Qualität gleich bewertet. Dann hat man eine Preisvergabe, kann man machen. Oder indem man eine Bewertungsmatrix macht, die eigentlich die Gewichtung des Qualitätskriteriums vereitelt. Und genau hier hat das Gericht einen Finger draufgelegt und gesagt, das nehmen wir künftig ernster. Wir kümmern uns nicht nur um die Beurteilungsmatrix des Preises, sondern auch um diejenige in Bezug auf die Qualität. So hat das Gericht quasi die Regulierungslogik des neuen Gesetzes wie ein bisschen vorweggenommen, wenn Sie so wollen. Also, Fazit. Das öffentliche Beschaffungswesen dient nicht nur der Marktöffnung, sondern es kommen dazu Good Governance, Glaubwürdigkeit der öffentlichen Hand. Die öffentliche Hand hat ein Goodwill, wie jedes Unternehmen. Das Problem ist, der ist nicht budgetiert, der ist kein Geld wert. Aber wenn der Goodwill verloren geht, haben wir trotzdem ein echtes Problem. Und die Balance zwischen Preis- und Qualitätswettbewerb kommt dazu und weitere Themen wie die Nachhaltigkeit. Ich war brav, ich habe fast nichts zur Nachhaltigkeit gesagt. Geben Sie es zu. Okay. Und das neue Gesetz will mancherorts die Rechtsprechung korrigieren, ohne das aber durchwegs transparent zu machen. Ich hoffe jetzt, Ihnen ein paar Sollbruchstellen gezeigt zu haben, wo Sie sehen, wie gravierend sich das auswirkt und bin zuversichtlich, dass das eine oder andere Thema noch den Weg in die Wirtschaftskommission des Ständerats findet. Fazit, es bleibt spannend. Achten Sie darauf, dass Sie Prozessfallen meiden. Da gibt es bei der Anfechtung der Ausschreibung, wenn man das nicht macht, hat man gewisse Rügen verwirkt. Und es gibt sie auch bei der Legitimation. Schauen Sie sich die Judikatur zur Legitimation genau an und schauen Sie, was Sie bringen müssen, damit das Gericht Ihnen nicht sagt, auf Ihre Beschwerde treten wir gar nicht ein. Und das ist heute noch ein genauso akutes Problem wie zu Microsoft-Zeiten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.